Herzlich willkommen zum Wahlspecial hier bei derchu.tv auf YouTube und natürlich auch im Livestream. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil, der auch auf YouTube zu sehen sein wird, denn morgen startet die große Wahl-Sondersendung hier bei derchu.tv im Livestream. Ich möchte da gerne darauf hinweisen, morgen ab 17 Uhr dann von hier aus bis Mitternacht, 7 Stunden live, gibt es dann Aktuelles zur Europawahl und natürlich auch zu der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen und zu anderen Wahlen, die morgen stattfinden werden. In Berlin unter anderem gibt es neben der Kommunalwahl auch eine Volksabstimmung. Zu diesem Thema gibt es mehr auf derchu.tv live heute gegen 17:30 Uhr, 17:45 Uhr im Livestream und natürlich dann auch noch auf YouTube später. Natürlich gibt es morgen auch noch die Präsidentenwahl in der Ukraine. Die ist auch sehr, sehr spannend und vieles mehr natürlich. Außerdem gibt es dann natürlich auch dementsprechend was ganz Besonderes, nämlich auch den EU-Wahlticker. Wir kommen aber jetzt erstmal zu den Sachen, die in den letzten 24 Stunden jetzt passiert sind, nachdem die letzte Sendung gestern auf Sendung war. Gestern haben Irland und Tschechien auch gewählt. In Tschechien konnte man auch bis heute noch wählen. Wie dort die Wahlausgänge stattfinden werden, das erfahrt ihr im Wahlticker dann im Laufe des Tages, wenn ich Informationen kriege. Es ist ein bisschen schwer, da so einige Informationen selbst herauszufinden auf deutschen Webseiten. Wie ihr wisst, ich spreche nicht alle Sprachen und es gibt nicht immer viele Sprachen oder beziehungsweise viele Sendeanstalten, die auch deutsche Medien, also deutschen Bereich anbieten oder so, sondern halt dementsprechend auch nur Englische und mein Englisch ist auch very rubbish. So muss man das einfach mal sagen. Ja, wir kommen aber jetzt erstmal zu der Wahl gestern, denn gestern ist zum Beispiel, denn in Tschechien unter anderem gilt die Europawahl zu unter anderem auch für als Gradmesser für die Zustimmung der europafreundlichen Regierung, Kurs der seit nun gut 4 Monaten regierenden Regierung unter dem Sozialdemokraten Bohuslav Sobotka. Heute hat auch in Slowakei, in Lettland und auch in Malta angefangen zu wählen. Da ist es natürlich so, dass unter anderem in der Slowakei wird vermutlich eine Wahlbeteiligung von vermutlich auch nicht weniger als 20% reingehen. Und die in Bratislava regierenden Sozialdemokraten kriegen dort wahrscheinlich dann auch wieder einen großen Sieg. Die rechtspopulistische Nationalpartei SNS dürfte Umfragen zufolge knapp unter der 5%-Hürde bleiben. Dort existiert natürlich noch eine 5%-Hürde, anstatt natürlich hier dementsprechend in Deutschland mit der 3%-Hürde, die ja vom Bundesverfassungsgericht ja gekippt wurde. In der Mittelmeerinsel, der kleinen Mittelmeerinsel Malta, da stand das alles ganz im Zeichen nationaler Themen. Die beiden großen Parteien des Landes, die regierende Labour-Partei von Ministerpräsident Joseph Muscat und die konservative nationalistische Partei PN, dürften sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Dort wird es wahrscheinlich dann heute vielleicht oder auch erst morgen Abend dann auch erst die ersten Ergebnisse geben. In Lettland, wo heute natürlich auch gewählt werden kann, liegen in letzten Umfragen auch das oppositionelle Harmoniezentrum und zwei regierende Mitte-Rechtsparteien vor. Ne? Eurokritische Stimmen waren im Wahlkampf kaum zu vernehmen. Jetzt sabbere ich sogar hier auch noch rum, auch noch auf den schönen Zettel. Ja, ich sollte mal den Wetterzettel vielleicht mal darunter legen. Ha! So, was war noch? Ja. So viel dazu. Derweil ist ja auch schon jetzt seit einigen Stunden bekannt, wie es in Irland aussieht. Dort gibt es nämlich die ersten Stimmen, beziehungsweise die ersten Prognosen. Und dort haben die etablierten Parteien offenbar einen Denkzettel verpasst bekommen. Laut dem staatlichen Fernsehsender RTE zufolge haben die parteiunabhängigen Kandidaten mit 27% der Stimmen die größten Anteile auf sich vereinigt. Die konservative Fine Gael von Ministerpräsident Enda Kenny, die Regierungspartei, die größte, kam auf der Prognose zufolge auf 22%. Die linksgerichtete Sinn Fein des ehemaligen IRA-Mannes Gary Adams verbuchte kleine Zugewinne, starke Zugewinne und kam auf 17%. Ergebnisse und damit die Verteilung der 11 irischen Mandate im Europaparlament werden ja erst wie auch schon wie die in den Niederlanden und die anderen Ergebnisse erst morgen erwartet, wenn alle Wahllokale geschlossen haben. Gegen 23 Uhr, wie schon gesagt, sind alle Wahllokale geschlossen. Dort werden die ersten offiziellen Ergebnisse erwartet. 22 Uhr gibt es die ersten Prognosen für Gesamteuropa und um 23 Uhr dann das offizielle Ergebnis, kann man quasi sagen. In Deutschland natürlich traditionell um 18 Uhr. Geht morgen wählen, wenn ihr eine Wahlbenachrichtigung bekommen habt. Ihr könnt auch stumpf mit eurem Personalausweis dahin gehen. Das ist nicht schwer. Ich werde es morgen machen. Ich hoffe, ihr macht das morgen auch. Unter anderem kommen wir dann aber auch nochmal zurück für die, die das Video jetzt von gestern nicht gesehen haben.
im Livestream, es gibt es auch nochmal auf YouTube. Dort hat nämlich ja die UKIP in Großbritannien bei den Kommunalwahlen dementsprechend auch großen Zuwachs gekriegt. Das könnte ein kleiner Vorgeschmack sein für das, was wir morgen dann aus Großbritannien erwarten. Zum Start der zweitgrößten demokratischen Wahl der Welt, nach Indien muss man natürlich sagen, hat es ja auch eine Überraschung nämlich schon gegeben. Am Donnerstag durften ja schon die Niederlande und Großbritannien wählen. Die Niederländer haben der rechtsextremen Partei von Rechtspopulist Geert Wilders einen Denkzettel verpasst und musste eine herbe Niederlage annehmen. Bis morgen noch sind rund 400 Millionen Europäer in den 28 EU-Mitgliedstaaten aufgerufen worden, die Abgeordneten des Europaparlaments zu bestimmen. Morgen findet dann die Wahl hier statt. Wie schon gesagt, ihr könnt einfach hingehen. Für viele sind in Deutschland nicht nur die Europawahlen. Wie schon gesagt, es gibt auch Kommunalwahlen. Also die Kommunen, also sprich die Landräte, Gemeinderäte werden neu gewählt. Und das auch alle 5 Jahre. Dementsprechend fällt das dann auch mal ab und zu dann mit der Europawahl zusammen. Und deswegen bitte ich euch darum, auch wählen zu gehen, wenn bei euch nicht nur morgen Europawahl ist, sondern auch dementsprechend Kommunalwahlen sind. Jetzt möchte ich aber gerne darauf hinweisen, dass es natürlich auch dementsprechend auch viele Informationen dazu gibt. Wenn ihr euch immer noch nicht entscheiden könnt, wie schon gesagt, der Wahl-O-Mat, er ist immer noch da und er wird auch noch da sein. Es gibt ein DERCHO-TV-Thema-Video darüber. Schaut einfach auf den YouTube-Channel rein. Dort gibt es nicht aktuelles, sondern zeige ich euch, wie der Wahl-O-Mat funktioniert, wie bei der Landtagswahl in Bayern natürlich und natürlich auch wie bei der Bundestagswahl im letzten Jahr. Auch auf derchotv.wordpress.com gibt es aktuelle Informationen. Hier nochmal den Link zum Wahl-O-Mat, den Link zum Livestream und natürlich auch alle Infos zur Europawahl und so natürlich auch den Wahlticker, der sonst immer so häppchenweise aktualisiert wird. Morgen wahrscheinlich dann dementsprechend weiter aktualisiert. Da wird der Stream, das weiß ich jetzt schon, glaube ich, dementsprechend ja ein bisschen nach hinten rücken, aber ich werde das morgen dementsprechend schon regeln. Da muss man sich auf mich natürlich verlassen können, dementsprechend hier zu finden. Da auch natürlich die Wahlsendung von gestern und die Wahlsendung von vorgestern vom Livestream natürlich, könnt ihr euch da natürlich reinziehen, kann ich quasi sagen. Und sonst natürlich gibt es auch viele Informationen, wie zum Beispiel diesen hier Zahlen und Fakten zur EU. Ihr klickt einfach mal hier drauf auf die Grafik, die netten Leute von der ZDF Heute Redaktion zeigen euch, wer alles, wie die Europäische Union aufgebaut ist, die Zahlen und Fakten. Zum Beispiel, wer als Gründungsmitglied dabei war, Deutschland, Frankreich natürlich, das ist die Osterweiterung der EU gewesen und so weiter. Also man muss natürlich auch so sehen, dass das Ganze natürlich auch schön ist. Die EU, Zahlen und Fakten, wo wird man schon mit dem Euro gezahlt? Zahlen und Fakten in Sachen, wie viel Einwohner? Deutschland natürlich ist klar, 80,5 Millionen, ne? Niederlande 12, Frankreich 65, also wir sind am meisten, so wie es ausschaut, ne? Deswegen haben wir auch die meisten Sitze, also 85 Millionen. 80 Millionen ist ja jetzt im Moment hier das Novum, muss man ja sagen, ne? Also ich sehe hier auch keins mehr, also mehr als 80 Millionen gibt es hier nicht. Müsste dann flächenmäßig dann dementsprechend groß sein. Malta das wenigste dann natürlich mit ganzen 4 Millionen. 4 Millionen sage ich schon, mit 400.000, Deutschland halt mit 80,5 Millionen. Deswegen haben wir auch, so sieht das dann aus, kann man dann auch machen, Arbeitslosenquote bei 5,1%, ja, Zahlen und Fakten, Treibhausgase und vieles mehr. Hier zum Beispiel die Verschuldung liegt bei Deutschland bei 81%, bei Griechenland bei 156%, ne? Also überall fast hier bei Belgien fast 100%, Niederlande 71%, also man sieht deutlich. Luxemburg mit 21,7%, Estland mit 9,8%, also auch eine tolle Sache, die man hier finden kann. Dann natürlich auch Bilderserie, wer frühstückt mit wann? Und natürlich auch das ZDF macht groß eine Wahlsondersendung, also wenn ihr sie euch lieber im ZDF angucken will, könnt ihr da machen. Dann natürlich die Spitzenkandidaten, die EU-weiten Spitzenkandidaten Martin Schulz, Jean-Claude Juncker, Guy Hofstadt und Olli Rehn. Und natürlich auch Franziska Keller und José Bové und natürlich Alexis Tsipras. Das sind die dementsprechenden Europakandidaten. Dieses Video gibt es dann im YouTube-Video unten in der Videobeschreibung, selbstverständlich dann auch in dem Artikel auf derchotv.wordpress.com jeweils unter dem Video zu finden. Ist ja alles dann unter dem Video. Und wie schon gesagt, ich werde mich morgen auf die Zahlen des ZDFs und der Forschungsgruppe Wahlen verlassen. Morgen ab 17 Uhr nicht hier mehr auf YouTube, sondern auf diesem Livestream www.make.tv. / derchotv live gibt es dann von 17 Uhr bis Mitternacht, wenn ihr Zeit habt und wenn ihr Lust habt. Es geht auch mobil. HTML5 macht es möglich.
Sag ich, ob es stimmt, weiß ich nicht. Dort könnt ihr natürlich live, entweder mit eurem Tablet, mit eurem Smartphone oder mit eurem Laptop draußen oder mit eurem Computer, wenn ihr draußen aufbauen wollt, je nachdem, könnt ihr dann morgen den Livestream zuschauen. Mehr Infos, wie schon gesagt, gibt es auf derchotv.wordpress.com. Link unten in der Videobeschreibung steht alles dazu, beziehungsweise gibt es den Link zu dem Artikel von der Heute-Redaktion, was ich gezeigt habe. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und viel Spaß noch beim Livestream gucken, wenn der Livestream wegs online ist. Wie schon gesagt, morgen den ganzen Tag nur Europawahl und die Kommunalwahl. Also morgen wird das ein sehr sehr langer Tag für mich. Ja, so kann man das ungefähr sagen. Bis dahin, tschüss. Ach Quatsch.